Siebte Woche, 47. Tag, Muscle Commander. Und zwar heute mal wirklich eine witzige Fragestellung. Wie motiviere ich mich wirklich, wenn meine Kumpels am Freitag oder unter der Woche noch theoretisch trinken gehen? Erstmal ist die Frage, welche Ziele möchte ich mit dem Kraftsport erreichen? Das heißt, es ist immer relativ einfach, wenn man sich klare Ziele steckt, dementsprechend ein besagtes Goal-Setting macht. Das heißt, man schreibt sich wirklich auf kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Es empfiehlt sich dann, wenn man die niedergeschrieben hat, zu den Orten zu legen oder zu heften, je nachdem, wo man relativ häufig ist, sei es am Arbeitsplatz, in der Küche oder irgendwo auch immer, dass man natürlich immer klar Ziele vor Augen hat. Zweiter Punkt, es kann ehrlich gesagt euch doch ziemlich egal sein, was eure Kollegen machen, weil euer Ziel ist wichtig in dem 12-Wochen-Programm und es gibt keine Ausreden. Das heißt, wenn ihr diszipliniert bleibt in den 12 Wochen, ist natürlich auch ein Ende in Sicht. Das heißt, ihr könnt euch nach den 12 Wochen könnt ihr euch dafür entscheiden, entweder ihr bleibt am Ball oder nicht. Das hängt natürlich je von eurer Zielstellung ab. Wenn ihr theoretisch auf die Bühne gehen wollt, müsst ihr natürlich das ganze Jahr über relativ diszipliniert bleiben. Und ich denke mal, wenn die Zielvorgabe relativ klar strukturiert ist, werden solche Fragen gar nicht mehr so weit in euren Gedanken auftauchen. Deswegen muss man damit leben, dass man relativ leicht über den Dingen auf jeden Fall steht. Was die Kollegen machen, ist deren Ziel. Ich sage nur so viel vorweg, wenn man natürlich übermäßig Alkohol trinkt, was natürlich dazu führt, dass Alkohol entzieht Flüssigkeit aus dem Körper, weil es natürlich ein Gift ist. Die Leber muss das erstmal verdauen, dementsprechend muss sie das ganze Gift nach außen transportieren. Kann ich euch sagen, sind die Trainingsfortschritte, wenn man das übermäßig betreibt, kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt. Und diesen Gedanken nehmt ihr auf jeden Fall mit in euren Ziel, dass ihr immer mehr trainieren könnt eigentlich als eure Kollegen und dementsprechend ihr optisch wahrscheinlich weitere Erfolge habt. In diesem Sinne, viel Erfolg euch!